Hallo, heute wollte ich Ihnen zeigen, wie ich schon gestern gesagt habe, eine Elner Automatik und hier steht noch Präzision Made in Switzerland. Ob das jetzt gehört zu Name dieser Nähmaschine, also dass man heißt Elner Automatik, Präzision oder nur Elner Automatik, ich bin es auch nicht sicher. Aber die Nähmaschine sieht so aus. Gestern habe ich gezeigt, wie, wenn man die aufmacht, man nimmt diese Seite ab, hier und diese oben. Gibt es zwei Schrauben, abschrauben, das kommt dann von alleine. Und hier zwei, das kann man auch abmachen. Ich habe die geölt, bisschen gereinigt, alte Ölreste oder Fettreste besser gesagt weggemacht und jetzt funktioniert sie also super. Die Elner Automatik ist seit 1960 und trotzdem sie arbeitet wie geschmiert. Ehrlich gesagt, ich habe schon die Grasshopper gehabt, Elner. Sie ist seit 1945 und diese ist seit 1960. Die sieht so aus. Ich habe schon ein paar Programme ausprobiert. Sie hat zwei hier, eine und auf die andere ist bei mir jetzt schon Garn drauf, aber man kann beide benutzen. Also zwei Garnhalter. Dann hier ist wieder zum Aufspulen. Man fädelt ein hier hinten, dann von drunter durch diese hier. Dann hier rein, hier über die Nadel in Nadel. Das war's. Es geht ganz einfach. Hier ist Fadenspannung und hier steht zwischen 4 und 5 sollte Standard sein. Hier ist, dass man Nadel links, rechts oder in Mitte stellen kann. Hier ist, wie man sieht, Breite von Naht und hier ist Länge auf diese. Und wenn man dreht auf die rote Punktchen, da näht man Loch vor Knopfloch und es geht auch rückwärts. Was noch? Hier befindet sich ein Teil hier drinne. Und wenn man das hier bis zu Ende drückt, ist es abgelöst von dieser hier. Und man drückt dann nur hier. Und da wechselt man die Programme. Das sind die Programme. Ich habe das ausprobiert. Es sieht so aus, aber ich zeige trotzdem. Hier gibt es ein kleines Loch drauf und hier ist eine Metall, wo man diese verbindet. Also Loch und diese Teil sollten aufeinander klappen. Jetzt ist an. Die Programm ist eingestellt und hier dann jetzt bewegt man Länge oder Breite. Die Nähmaschine besitzt 12 Programme. Das sind diese schwarzen Teile hier, diese runde. Und jeder dieser schwarze Teil, Plastikteil, hat ein Programm drauf. Und das sieht so aus. Und wie gesagt, ich habe Ihnen gezeigt, wie man die Programme dann wechselt. Ich zeige erstmal damit, wie das funktioniert. Die Nähmaschine ist verbunden schon mit Strom. Leuchte ist da drinnen. Wenn man die wechseln kann und will, muss man die zwei Schrauben abmachen und dann Glühbirne wechseln. Das ist Kniehebel und das steckt man hier rein. Ja, zwischen zwei. Und jetzt ist schon fertig und startbereit. Am Ende, wenn ich fertig bin, ich zeige, wie man die einfädelt und wie man unten diese Spule reinsetzt. Die Spule befindet sich hier. Aber jetzt gehen wir erstmal ein paar Programme ausprobieren, dass Sie einen Einblick haben. Diese Nähmaschine habe ich bekommen auch mit diesen Teilchen hier. Also es
Hammer, was die Leute noch haben in deren Kellers und so. Guck mal, da ist auch, wie die ausprobiert haben damals. Ja, und sind 5 Füße dabei. Aber das alles noch am Ende. Jetzt mache ich erstmal die Programme. Jetzt muss ich Kamera wegräumen, dass ich überhaupt zu dieser Kniehebel komme. Muss ich jetzt gucken, wie ich das weiter aufnehme. So, also wir fangen. Ich probiere die erste. Und hier kann man jetzt, das ist kleiner geworden, also hier kann man Breite immer aufpassen, dass die Nadel hoch ist, nicht, dass die Nadel nicht bricht. So sieht das aus. Am Ende zeige ich wie immer wieder, wie das aussieht. Jetzt wechseln wir Programm. Wie gesagt, hier bis auf 0. Hier von oben drücken und das kommt raus. Jetzt machen wir Nummer 2. Also achten darauf, wo ist dieses Loch, das richtig sitzt. So. Zumachen und jetzt wieder wir probieren so wie jetzt Einstellung ist. Dann machen wir noch ein bisschen breiter. Nadel runter. Und das sieht so aus. Also man könnte noch ein bisschen hier, dass die noch dichter. Sieht so aus. Man könnte noch ein bisschen bis Perfektion, wenn wir schon. Also hier zwischen 0 und 1. Sieht immer besser aus. Also hier ist die Länge. Dann machen wir wieder hier auf 0 drücken. Jetzt machen wir weiteres. Das ist die dreifache Zickzack, also mit diese drei in eine Richtung, drei und zwei in andere Richtung. Nein, machen wir weiter. So sieht das aus. Also die Nähmaschine funktioniert super. Wir machen nicht alle Programme, aber so ein paar, dass man sieht, wie man das wechselt, wie die Programme Einstellungen gemacht. So. Ich mache immer so Anfang an. Okay, dann machen wir beispielsweise. Und das sieht so aus.
sieht so aus. Das geht ganz einfach und schnell. Und die Nähmaschine also funktioniert richtig gut. Es ist einfach, wenn man einmal das alles gemacht hat, dann geht alles einfach. Und es ist auch schnell. Wenn man jetzt Beispiel hier würde auf 5 machen, 4. Dann guck mal, wie das schnell läuft. Mein Faden, unterer Faden ist fertig. Dann kann man auch jetzt zeigen, wie man die aufspult. So sieht das aus. Also von einer Seite und von der anderen, man merkt fast gar keinen Unterschied. Also, Hammer. So, weil schon die Faden weg ist, ich zeige dann, wie man jetzt einfädelt und wie man die aufspult. Ich habe keine Bedienungsanleitung, also das habe ich nur so mir selber, sagen wir so, beigebracht. Ob jetzt vielleicht Kleinigkeit ich nicht gut zeige, dann, also bis jetzt hat ja immer geklappt. So sieht das Spule aus. Man stellt drauf Garn. Hier drüber. Also so wie ich denke, dass das sein sollte. Ein paar Mal umdrehen hier und die Spule dann hier schieben. Und hier in Rad gibt es, das dreht man zu sich, so, dann ist die Nadel deaktiviert und man fädelt ein. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das reicht durch eine, ob das zu fest ist, die können auch durch diese andere Metall. Aber wie ich sehe, es läuft alles gut. Nee, es läuft nicht gut. Es ist zu locker. Nehmen wir ein anderes. So, bisschen Geduld. Machen wir jetzt durch beide Metall. Anfang an hat das gut ausgesehen, aber also machen wir hier hinten durch diese Metall und dann noch durch diese hier. Vielleicht ist besser. Ich habe nirgendwo gefunden, wie man das einfädelt. Also ich habe von mir selber so ein so was sein könnte. So, jetzt machen wir durch die zwei vielleicht besser. Ja. Ich hoffe, sieht man das. Also ich habe die Spule reingesetzt und jetzt hier gibt es eine kleine, ich fotografiere und mache noch extra eine Foto rein, dass man besser erkennt. Ich komme so nicht mit Kamera und man dreht bis dahin und durch kleine Riss, hier wird die Garn nur durchgezogen und eigentlich das war's. Machen und dann fädle ich noch obere Faden, das zeige ich auch, man sieht die fast ganze Maschine, so, dann zieht man, hier kommt die erste Teil, hier durch, dann unten
über das schwarze Rad. Und jetzt machen wir von der anderen Seite über diese schwarze Rad hier, dann oben hier durch. So, dann über diese hier. Also hier ist noch eine. So, über die Nadel und dann in die Nadel rein. Jetzt muss ich jetzt mal das drehen. Nadel hoch und in die Nadel rein. Und dann ist auch eingefädelt. Noch Faden von unten holen, hier nach unten festhalten und dann so. Jetzt ist die Nähmaschine bereit wieder vor Nähen. Und wenn man ein bisschen weniger macht hier, dann sieht das immer schön. Ich denke, ich habe alles gesagt. So viel über die Elna Automatik Präzision Made in Switzerland. Liebe Grüße, bis zur nächsten Nähmaschine. Ich wollte noch kurz Bescheid sagen. Das beste Ergebnis zum Aufspulen habe ich bekommen, wo ich die Garn auf diese Garnhalter gemacht habe. Dann durchgezogen nur eine, hier vorne zweite. Das hier und dann erstmal auf die Spule. Und das war das perfekte Ergebnis. Jetzt, was wollte ich noch zeigen? Ich habe im Video ein bisschen geguckt. Gerade Stich ist immer, egal welches Programm drin ist, wenn Sie hier auf 0 stellen, also dann ist das Programm ausgeschaltet und Sie, die Nähmaschine näht gerade Stich. Nur die Länge muss ihr noch einstellen. Dann hier, es gibt diese kleinen Deckel. Das benutzt man bei, warte, ich habe noch eine. Das benutzt man vor Sticken. Hier habe ich noch eine. Das sieht so aus. Das ist, das benutzt man bei Knopf. Und das benutzt man bei Sticken. Oder kann beides vielleicht so 100%. Sicher bin ich auch nicht, das nur jetzt vor Sticken und das vor Knopfloch. Also Hauptsache, da schaltet man dann mit dieser Platte schaltet man die Transporter. Dann gibt es verschiedene Füße. Vor Zickzack, vor Programme. Hier gibt es meistens einen kleinen Unterschied vor Saum. Vor Sticken und vor Knopf. So sieht das aus. Das ist alles, was ich noch sagen wollte. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.